Das jüngst verschärfte Infektionsschutzgesetz bildet die Rechtsgrundlage für staatliche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Ob Versammlungsverbot, Ausgangsbeschränkung, Meldepflicht oder Quarantäne, Dreh- und Angelpunkt ist das Infektionsschutzgesetz. Doch was droht eigentlich, wenn man sich an die Ver- und Gebote nicht hält? Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Verordnung erlassen, welche die Meldepflicht auf das Coronavirus ausdehnt. Wenn nun eine der meldepflichtigen Personen einen begründeten Verdachtsfall nicht meldet, liegt zumindest eine Ordnungswidrigkeit vor. Diese kann theoretisch mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Erfolgt der Verstoß vorsätzlich und wird dadurch das Coronavirus verbreitet, liegt sogar eine Straftat vor. Dann droht eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe. Da meldepflichtig vor allem der feststellende Arzt ist, bist du hiervon vermutlich nicht betroffen. Nichtsdestotrotz solltest du bei Symptomen und einem direkten Kontakt zu einem Infizierten auf jeden Fall deinen Hausarzt oder das Gesundheitsamt anrufen. Davon unberührt bleiben natürlich Nachweis- und Mitteilungspflichten des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber. Deren Verletzung kann eine Abmahnung, schlimmstenfalls eine verhaltensbedingte Kündigung zur Folge haben. Außerdem kann es sein, dass Nachforschungen des Gesundheitsamtes dich betreffen. Hier müssen grundsätzlich Auskünfte erteilt werden, Unterlagen sind vorzulegen, Untersuchungen müssen geduldet und Zugang zur Wohnung muss ermöglicht werden. Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten liegt erneut eine Ordnungswidrigkeit vor, die auch hier theoretisch mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro belegt werden kann. Wenn das auch noch vorsätzlich geschieht und dadurch das Virus verbreitet wird, haben wir wieder eine Straftat, bei der eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe droht. Ferner kann die zuständige Behörde Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. Ebenso ist euch sicher nicht verborgen geblieben, dass die Landesregierung durch den Erlass von Rechtsverordnungen weitgehende Berufs- bzw. Betriebsausübungsverbote verhängt haben. Betroffen sind zum Beispiel Clubs, Fitnessstudios, Kinos, Restaurants und ganz schlimm Bars. Wer mit einem solchen Verbot belegt ist, sich aber darüber hinwegsetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Führt dies zur Wiederhandlung zu einer Verbreitung des Virus, liegt der Strafrahmen bei bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Sollte der Verstoß nur fahrlässig geschehen, kann höchstens eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr verhängt werden. Ein tiefgreifender Grundrechtseingriff ist die Versetzung in Quarantäne. Der Staat hat die Möglichkeit, Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider in geeigneten Krankenhäusern abzusondern. Da dies auch in sonstiger Weise erfolgen darf, zählt hierzu auch die häusliche Quarantäne. Wer sich an die verordnete Quarantäne nicht hält, macht sich, welche Überraschung, strafbar. Es droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren, bei einer Verbreitung bis zu 5 Jahren und bei Fahrlässigkeit bis zu 1 Jahr. Überdies erlaubt das Infektionsschutzgesetz den zuständigen Behörden, Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen zu beschränken oder zu verbieten. Bei einem entsprechenden Verbot ist es also keine gute Idee, Corona-Partys etc. zu zelebrieren. Denn das wäre dann, wie auch bei einem Verstoß gegen eine angeordnete Quarantäne, strafbar. Schließlich stützen sich auch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen auf das Infektionsschutzgesetz. Während das einheitliche Kontaktverbot im Wesentlichen den Kontakt zwischen mehr als 2 Personen im öffentlichen Raum verbietet, erlauben die Ausgangsbeschränkungen, insbesondere in Bayern und Sachsen, das Verlassen der Wohnung nur aus einem triftigen Grund. Obwohl mittlerweile § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz, fast schon heimlich, um einen Halbsatz ergänzt wurde, bleibt bei nüchterner verfassungsrechtlicher Betrachtung weiterhin fraglich, ob diese Norm derartige Verbote wirklich zu tragen vermag. Vor kurzem habe ich auf unserer Facebook-Seite dazu einen Beitrag verfasst, bei Interesse darfst du dir den gerne durchlesen. Selbst wenn man diesem Bedenken zustimmt, sollte man das übrigens nicht zum Anlass nehmen, gegen diese Verbote zu verstoßen. Vielmehr ist der Beitrag als Appell an den Gesetzgeber zu verstehen, eine vernünftige Rechtsgrundlage zu schaffen. Den Kommentaren nach haben das ein paar Leute leicht missverstanden. Die Rechtmäßigkeit unterstellt, würde bei einem Verstoß eine Strafbarkeit nach den uns bereits bekannten Normen drohen. Während ihr so meinen Worten sicher hochkonzentriert gelauscht und bestimmt auch mitgeschrieben habt, ist euch vielleicht der Gedanke gekommen,
dass im Fall einer Ansteckung eine Strafbarkeit auch aus dem Kernstrafrecht folgen könnte. Damit meine ich Delikte wie Körperverletzung, vielleicht sogar Mord. In einem zweiten Teil werden wir uns mit dieser Thematik daher näher beschäftigen. Vorerst bleibt festzuhalten, die derzeitigen Geh- und Verbote im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurzeln im Infektionsschutzgesetz. Wer gegen diese verstößt, begeht wenigstens eine Ordnungswidrigkeit, häufig sogar eine Straftat. Schlimmstenfalls kann nach dem Infektionsschutzgesetz eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren drohen. Bleibt gesund!